Nächsten Thema zum Neoliberalismus. Also das ist ja eine Vokabel, die einem immer wieder begegnet. Wir haben eben schon davon gesprochen, der Nachkriegsboom hat von 1948 bis 1973 gedauert. Im Jahre 1973, da werden sich auch die Älteren daran erinnern, gab es den Putsch in Chile. Damals ist der sozialistische Präsident Salvador Allende gestürzt und ermordet worden, mithilfe des CIA. Und es ist ein General namens Pinochet an die Macht gekommen worden und hat eine Militärdiktatur errichtet. Das war das eine. Das Interessante daran ist, dass der General Pinochet sofort nach der Machtergreifung 30 Ökonomen, 30 Volkswirtschaftler ins Land geholt hat, die von der Chicago School of Economics kamen. Und das ist so die Brutstätte praktisch des Neoliberalismus. Also der Neoliberalismus geht zurück auf Namen wie Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek. Aber der neue Neoliberalismus hat seinen Ursprung eigentlich in der Chicago School of Economics. Um zu erklären und zu verstehen, was Neoliberalismus bedeutet, ist es einfach am besten, wenn man sich eine Gegenströmung in der Volkswirtschaft ansieht, und zwar ist das der Keynesianismus. Es gibt also in der Volkswirtschaft auf der einen Seite die Neoliberalen, auf der anderen Seite gibt es die Keynesianer. Keynes, das war ein großer Ökonom der Engländer, das war übrigens der Mann, der die englische Delegation in Bretton Woods angeführt hat, zeitweilig Finanzminister. Keynes' Glaubensbekenntnis war, wenn es zur Krise kommt, dann soll der Staat helfend eingreifen. Also seine Idee war, wenn es zu Rezessionen oder auch zu Depressionen kommt, dann sollte der Staat Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchführen. Das heißt zum Beispiel große Infrastrukturprojekte auf den Weg bringen, um möglichst viele Leute in Beschäftigung zu bringen, also die Arbeitslosigkeit auf die Art und Weise zu bekämpfen, mit dem großen Hintergedanken, dass diese Leute ja wieder Geld verdienen und dass dieses Geld ja wieder praktisch über den Konsum in die Wirtschaft fließt. Die Neoliberalen schreien immer auf, wenn sie dieses Konzept hören, weil die Neoliberalen predigen immer die absolute Oberhoherrschaft des Marktes. Also Neoliberale werden ihnen immer sagen, also wir sind dafür, dass die Politik sich und der Staat sich aus allem raushält und dass man die Wirtschaft einfach nur sich über den Markt regeln lässt. Weil da gibt es ja das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Da kann derjenige, der auf dem Markt bestehen kann, der soll auch überleben. Und wer auf dem Markt nicht stark genug ist, der soll auch vom Markt verschwinden. Das große Problem dabei ist, dass die Märkte heute nicht mehr nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage funktionieren, sondern die Märkte sind heute derart manipuliert, dass Angebot und Nachfrage teilweise überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also einmal sind es die großen Monopole, die alles beherrschen. Das heißt, dass der Mittelstand zum Beispiel überhaupt keine Chancen hätte gegenüber den Großen. Und das Zweite ist, was ich eben schon erklärt habe, ist, dass die Zentralbanken ja sowieso von hinten alles steuern. Also wenn die Zentralbanken Aktien kaufen, dann nützt mir das nichts mehr, ob Leute nachfragen nach Aktien oder ob es ein Überangebot oder ein Unterangebot gibt. All das wird ja gesteuert über die Zentralbanken. Deshalb ist der Neoliberalismus im Grunde nichts anderes als die Philosophie der Großbanken und der Großkonzerne. Weil denen nützt das. Wenn man den Leuten erzählt, der Markt soll alles regieren, soll alles regulieren, die Regierung hält sich raus, gut, dann hält sich die Regierung raus, dann haben die Monopole und die Banken, das heißt die große Finanzelite, hat dann die Macht über die Märkte. Interessant dabei ist eben, dass das erste Land, in dem dieses Konzept richtig durchgesetzt wurde, damals Chile war, und zwar im Rahmen einer Militärdiktatur. Für die einfache Bevölkerung waren die Auswirkungen katastrophal. Die Löhne wurden damals auf breiter Front gesenkt. Sozialleistungen wurden eingeschränkt. Es folgte eine riesige Welle von Entlassungen und der Lebensstandard der Chilenen wurde drastisch gesenkt. Das sind also die Folgen für die einfachen Leute. Heute noch sind die Neoliberalen von ihrem Konzept überzeugt und wir sehen auch das Wirken der Neoliberalen. Das haben wir gesehen zum Beispiel bei der Rettungsaktion in Griechenland. Das war nichts anderes als das Tun von Neoliberalen. Die haben die ganzen Austeritätsprogramme durchgesetzt. Die haben gesagt, lass den Markt machen, wir nehmen die Regierung aus dem Spiel. Gleichzeitig aber ist interessant, dass die Neoliberalen die ersten waren, die für Hilfspakete gestimmt haben, damit die griechische Regierung ihre Schulden bei den westlichen Banken wieder bezahlen konnte. Es ist ja so, dass diese ganzen Hilfsprogramme an Griechenland nie Hilfsprogramme gewesen sind, sondern das ist Geld, was hier eingesammelt wurde, was rübergegeben wurde, was sofort von der griechischen Regierung wieder an westliche Banken weitergeleitet wurde. Das heißt, es ist ein Kreislauf, der niemandem in der Bevölkerung genutzt hat, sondern nur den großen internationalen Investoren. Gut, so viel zum Neoliberalismus, kommen wir zur Globalisierung.
Dem großen Geld ist damals sehr schnell klar geworden, dass Lohnsenkungen irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Der Mensch braucht ein Dach über dem Kopf, er braucht etwas zu essen und es gibt eine untere Existenzgrenze. Aber das Entscheidende ist, diese Existenzgrenze sieht von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich aus. In Afrika und in Asien brauchen die Menschen erheblich weniger, um leben zu können. Und diese Erkenntnis hat damals dazu geführt, dass man Millionen von Arbeitsplätzen im Westen in den Industriestaaten abgebaut und in Entwicklungsländer verlegt hat. Auf diese Weise ist durch die Globalisierung China zur größten Werkbank der Welt geworden. Und das Interessante dabei, finde ich, ist die Rolle, die die Kommunistische Partei in China gespielt hat. Denn bevor China zur Werkbank der Welt werden konnte, hat es in China ein brutales Massaker an Studenten und an jungen Leuten gegeben, und zwar 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Damals hat sich der Teil der Kommunistischen Partei durchgesetzt, der China für den westlichen Kapitalismus öffnen wollte und tatsächlich auch es geschafft. Mit Deng Xiaoping hat ja die neue Ära in China angefangen. Und da haben Leute, die sich als Kommunisten ausgeben, praktisch ihr eigenes Volk den größten Kapitalgebern im Westen angeboten als billige Arbeitskräfte. Das ist so eine der für mich ganz großen Ironien der Geschichte. Inzwischen ist China in den Schatten gestellt worden durch andere Länder, die noch billiger produzieren können. Noch billiger produziert wird heute in Pakistan und vor allem in Bangladesch. Also wir haben ja gerade vor 2 Jahren diese Katastrophe in Bangladesch in den Nachrichten verfolgen können, wo ein Haus zusammengebrochen ist, wo man sich gefragt hat, wie kann das sein, dass wenn ein Haus zusammenbricht, es 1000 Tote gibt. Daran kann man ungefähr ermessen, unter welchen Arbeitsbedingungen in diesen Ländern gearbeitet wird. Die Globalisierung war also praktisch die Ausgliederung dieser Arbeitsplätze, also der Versuch der Konzerne, die Lohnkosten zu senken. Indem die Konzerne also in diese Länder gegangen sind, haben sie dann auch wieder andere Konzerne nachgezogen. Also wenn meinetwegen ein Textilkonzern darüber gegangen ist, musste er Fabriken bauen lassen. Wenn diese Fabriken dann standen, musste eine Infrastruktur errichtet werden. Das heißt, dann wurden Verkehrsbetriebe rübergeholt. Und so sind immer mehr Betriebe in diese Länder gegangen, haben da investiert, auch sehr viel Geld gemacht. Und die Banken sind dann natürlich nachgezogen, weil die Betriebe miteinander konkurriert haben. Und um einen Vorsprung gegenüber den anderen zu haben, haben sie nicht gewartet, bis sie das Geld eingenommen hatten, sondern auf Kredit das Ganze gemacht. Und das war wieder eine gefundene Goldgrube für die Banken.